Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Stellen Sie sich vor, Sie bauen sich daheim eine Garage. Das machen ja viele Leute, und die meisten stellen da auch das Auto hinein. Das funktioniert in der Regel am Anfang ganz gut. Nur irgendwann steht dort nicht mehr nur allein das Auto, sondern auch noch die Werkbank, die Winterreifen, Fahrräder, Kinderwagen, der kaputte Rasenmäher und Omas alte Schrankwand. In der Garage stehen dann nützliche Dinge, aber auch Gegenstände, die man nicht mehr braucht oder vielleicht doch noch brauchen könnte. Und wenn man Pech hat, stellt man irgendwann fest, das Auto passt nicht mehr hinein. Mit Gesetzen ist es so ähnlich. Wenn ein Gesetz verabschiedet wird, ist es am Anfang vergleichsweise schlank und einfach. Und mit der Zeit kommen dann immer mehr Sonderregelungen und Ausnahmen dazu. Die Garage wird sozusagen immer voller. Und ein gutes Beispiel dafür ist unser Steuerrecht, dessen wichtigste Gesetze, das Einkommensteuergesetz, die Abgabenordnung, sind schon sehr alt, und wir passen sie im Grunde immer wieder an. Ja, wir müssen sie anpassen. Verfassungsgerichts- und BfH-Urteile müssen umgesetzt werden. EU-Richtlinien müssen in nationales Recht gegossen werden. Manchmal sollen mit Steueranreizen bestimmte Lenkungsziele erreicht werden. Manchmal geht es darum, Steuerschlupflöcher zu stopfen. Und manchmal führen wir Berichts- und Aufbewahrungspflichten ein, um gegen Finanz- und Steuerkriminalität vorzugehen. Das Ergebnis ist ein immer detaillierteres, komplizierteres Rechtssystem, das immer höhere Anforderungen an die Steuerpflichtigen stellt. Genauso wie man ab und zu mal die Garage aufräumt, so sollten wir das auch mit unseren Gesetzen tun, sie vom bürokratischen Gerümpel befreien. Und genau das tun wir hier auch. Genau deshalb haben wir im Koalitionsvertrag auch deutlich festgeschrieben, Steuervereinfachung ist eine Daueraufgabe. Und diesem Auftrag kommen wir nach. In dieser Legislaturperiode haben wir hierzu bereits das Modernisierungsgesetz mit vielen Erleichterungen für die Unternehmen, für die Bürger und die steuerberatenden Berufe beschlossen. In diesem Gesetz haben wir auch den Grundstein für die Erhöhung der Kleinbetragsrechnung gelegt. Bei Rechnungen bis zu 150 Euro müssen bisher angegeben werden Name des Rechnungsausstellers, Datum, Art und Menge des gelieferten Waren, der Preis und der Steuersatz. Dieser Betrag soll laut zuständigem Wirtschaftsministerium von 150 auf 200 Euro angehoben werden. Wir als CDU-CSU-Fraktion plädieren weiterhin dafür, den Betrag auf 400 Euro anzuheben. Diese Erhöhung scheiterte bisher leider am politischen Willen unserer lieben SPD-Kollegen. Ihr Argument, politischer Wille, wird im Bürokratieentlastungsgesetz II jetzt hoffentlich ad acta gelegt, damit die Leistungsträger und Unternehmen unseres Landes stärker entlastet werden. Und dass bei einer Erhöhung von 400 Euro die Welt nicht zusammenbricht, beweist ein Blick in die Steuergesetzgebung unseres Nachbarlandes Österreich. Österreich hat nämlich erfolgreich die Kleinbetragsrechnung auf 400 Euro angehoben. Und diese Maßnahme würde auch der Steuerharmonisierung in Europa dienen. Denn sie ist durch die europäische Umsatzsteuerrichtlinie gesetzlich gedeckt. Mit dem vorliegenden Gesetz wollen wir insbesondere die kleinen Handwerksbetriebe und Unternehmen von unnötigem Papierkram befreien. Die Gesetzesvorlage wird nach derzeitigem Stand Bürokratiekosten in Höhe von mehr als 360 Millionen Euro einsparen. Geld, das den Unternehmen für Innovation, notwendige Investitionen und für die Ausbildung und Fortbildung ihrer Mitarbeiter zur Verfügung steht. Wenn wir die Bürokratiegarage unseres Landes richtig aufräumen wollen, dann müssen wir gewissenhaft und sauber sortieren. Wir sollten das gemeinsam prüfen und tun und sagen, was kommt zum Sperrmüll und was nicht. Was wir brauchen, wird genutzt, und was wir nicht nutzen, weg damit. Bei unseren Aufräumaktionen werden wir uns bildlich gesprochen
nicht nur auf die Garage beschränken. Das bedeutet, dass alle Ministerien in der Pflicht sind, ihre Häuser durchzuforsten und vielleicht noch mal durchzuforsten. Und ich möchte da nicht auf die nächste Legislaturperiode warten, sondern das können wir jetzt machen. Und ein weiterer Punkt, der mir als CDU-CSU-Steuerpolitikerin besonders wichtig ist, ist der Vollverzinsungssatz. Also der Zinssatz, den das Finanzamt nach einer Karenzzeit von 15 Monaten nach Ablauf des Veranlagungsjahres für Steuererstattungen und Steuernachforderungen bis zur Steuerfestsetzung erhebt, vor allem nach Änderungen und nach Betriebsprüfungen. Und dieser Zinssatz beträgt bisher 0,5% pro Monat. Und das entspricht einer Zinshöhe von 6%. Das ist in Zeiten von Nullzinspolitik unangemessen. Verständlicherweise wird gar die Verfassungsmäßigkeit bei Aufrechterhaltung dieser Zinshöhe infrage gestellt. Und wir sollten deshalb diesen Zinssatz halbieren und nach 5 Jahren überprüfen, ob er noch zeitgemäß ist. Diese Forderung ins Gesetz aufzunehmen, zeigt, dass wir als Gesetzgeber zeitgemäß und verantwortungsbewusst handeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Entrümpeln werden wir schneller vorankommen, wenn mehr Hände zupacken, wenn alle Bund und Länder zusammenarbeiten. Deswegen möchte ich Sie alle auffordern, nicht mit den Händen in den Hosentaschen daneben zu stehen, wenn wir Wirtschaft, Steuer- und Finanzpolitiker aufräumen. Helfen Sie alle mit, packen Sie mit an. Jeder profitiert davon, wenn alles sauber und aufgeräumt ist und alle, Wirtschaft, Verwaltung und Bürger, effizient arbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Einsatz in der Regierungskoalition zum Bürokratieabbau zeigt Wirkung, gerade im Steuerrecht. Und es liegt daran, dass wir darauf achten, dass bei der Erarbeitung neuer Gesetze bürokratische Zusatzbelastungen von Anfang an vermieden werden und dass wir die Digitalisierung insgesamt vorantreiben. Und Herr Gampe, vorhin zu Ihrem Einwurf. Wir haben auch gestern sehr wohl gehört, was in den Bund-Ländern Finanzbeziehungen gemacht wird. Wir haben jetzt im Bund mehr Kompetenz, und das müssen wir ausnutzen. Und da hoffe ich und fordere auch Sie als Grüne auf, uns hiermit in den Ländern zu unterstützen, denn diese nehme ich jetzt gefordert, hier voranzutreiben. Und wir werden somit es auch schaffen, wenn wir gemeinsam diesen Bereich Digitalisierung angehen, die Verwaltungsvorgänge in Deutschland unbürokratischer, schneller, geordneter und vor allem serviceorientierter anzugehen. Mit diesem Maßnahmenpaket werden wir mehr als 1 Milliarde Euro einsparen. Das ist eine Menge Altpapier, aber es spart vor allem Zeit und Nerven. Und wir sind da auf dem richtigen Weg. Aber passen wir auf. Wenn wir müssen, einfach schauen, dass, wenn wir in der Garage, im Dachboden und im Keller sind, nicht gleichzeitig der LKW vorfährt und neue Gesetzeskisten mit Verordnungen anweisen vor unserer Haustür ablädt. Herzlichen Dank. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Markus Held.